So, ich muss auch sagen, allein das Spielgefühl, das Flackern ist weg und so, ist auch einfach viel angenehmer mit FF-Split. Freue mich echt, wenn das Tool weiterentwickelt wird. Und dann zum Standard vielleicht wird. So, Give the King ist Stavros. Nexig Nex, Struxi, Struxi und Aprox. Ah, PX, WoW. Natürlich der Aprox. Mich würde mal interessieren, ob der eigentlich mit Beyond zusammen wohnt. Und ob die jetzt gerade unter seinem Tisch ist. So, Maus startet jetzt. HNL. Overview schön eingefärbt. So, jetzt ey, nach wie viel Minuten? 20 oder so? 22 Minuten. Geht's dann endlich mal los. So, Aprox und Nex am B. Zwei Ts haben da geschossen. Und Aprox, Aprox Trubel blockt kurz zusammen mit Starforce. Also, lang wird Spot gedeckt. Sonst geht auch lang. So, gleich werden sie rumziehen. Struck ist schon die ersten Hits gefangen, hat aber. Hat auch keine Weste. Hat dafür. Boah, schöne HE. So, Aprox, Struck sie und Trubel schon da. Jetzt fallen die ersten Frags Aprox von der Base aus, glaube ich. Schöne Pose noch von Struck sie. Jetzt 2 gegen 2. Oh Gott, jetzt ist er gestorben. Aprox 1 gegen 1. Wo ist die Bombe? Auf Spot. Moen hätte noch eine Flash. Schöner Laufweg von Aprox bisher. So, Aprox eigentlich noch mit leichtem Vorteil. Oh, verämmt aber gut. 34 HP noch. Hat aber immerhin einen Kit. So, schöne Fakes hier. Boah, ich glaube nicht, dass das Aprox gewinnt. Boah, er gewinnt's aber. Ekelhafter Headshot. Zumindest auf dem GoTV. Aber der rettet der gute Schnapper die Runde. Was sucht er da jetzt? Keine Ahnung. Ah, da wurde es nochmal richtig knapp. Sagen wir zeitweise nicht so aus. Aber auf jeden Fall ist es wahrscheinlich gut durchdacht. Also was heißt gut durchdacht? Sie wissen wahrscheinlich, was sie machen, wenn lang durchgeht. Struxi, dass der da an der Kiste war. Ist, denke ich mal, abgesprochen. So, er hört jetzt auch die Ghosts. Schöne HE. Da kommt schon. Schnapp dir das Ace. Schade. Diese Waffen, was für lustige Sounds hier aber auch machen. Ja, eine war verloren, eine komische MP5, ist okay. BX3 hat gekauft, eine AWP. Doch, sehen wir sogar bei Moen. Oder Möhn, Moen. Ja, ein Ticken zu hoch gezielt. Da legt sich auch keiner weiter an. Maus komplett Menü Standardaufbau über außen. Also außerhalb meine ich. Bauen jetzt auch 2-1-2.
Ist da ein AFK? Jo, AFK oder abgekackt. Ja, Pings verändert sich irgendwie gar nicht. Demzufolge kann ich jetzt nicht einschätzen, ob der abgekackt ist. Er steht immer noch dort. Hat wahrscheinlich wirklich Downs. Ja, jetzt left the game, connection closed. Natürlich ganz bitter für die Norweger. So, Stavros stirbt dann lang. Gibt da ein bisschen den Vorteil aus der Hand. So, Trubel nimmt kurz ein. Oh, spekuliert aber eher auf einen B-Go. So, Trubel nimmt leider nur einen mit. Struck sie immerhin gut mit reingepusht. Ah, können sie jetzt durch. Maus noch mit der Überzahl. Apox schon Base. Oh, schöner Molly. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zu weit. Ja, er macht... Ah, jetzt macht er ein bisschen Schaden. Hat er sich gerade noch ein bisschen ausgebreitet. Aber an sich war er zu weit geworfen. Ich glaube, am besten ist, wenn er hier so gegen die Kiste landet. Ich glaube, es ist aber relativ schwer, den so zu werfen. Muss man halt wissen, wo die Kiste steht. Wieso hier daneben? Also, das kann man auf jeden Fall noch verbessern. Molotovs da offen? Nein, Molotovs sind erlaubt. Mein guter Finien. Auch, super, dass... Halt. Stavros mit First. Auch super, dass sie hier teilnehmenden Teams nicht mal genau über die Regeln Bescheid wissen. Weil so ganz verübeln kann man es ihnen eigentlich nicht. Denn es gibt ja gerade schon große Diskussionen drüber, ob man Molly jetzt verbieten soll oder nicht, oder was halt geändert wird. Lupus hat auch auf Halte Fork jetzt einen Artikel veröffentlicht, was er so also denkt. Ich habe mir noch nicht durchgelesen, aber weiß nicht, teilweise finde ich es ein bisschen übertrieben, was er schreibt. Also ich habe nur mal reingelesen. So, Rod hat sich ein bisschen die TBs genauer angeguckt. Die wir da heute noch oft zu sehen kriegen. So, machen wir mal bitte down. Also das muss nicht sein, dass man als GoTV-Zuschauer den Flash-Effekt so extrem wahrnimmt. Das kann man eigentlich anders lösen. Boah, gute Hits gegen Nex. Von Mikis. So, Maus spielt weiterhin Standard. Haben wir auch eigentlich keinen Grund, gerade irgendwas umzubauen. 4-0 Führung. Geldmäßig. Ach doch, sieht auch ganz gut aus. Sie können auf jeden Fall noch eine Runde kaufen, wenn sie eine verlieren sollten. BX3 sehr langsam. Struck sie jetzt eher mal zum A orientiert. Sieht aber nach einem B-Split aus. Vorhin bei Attex haben wir vier Mann Mitte gesehen. So, schöne Gegenflash von Nex. Apox anscheinend blind. Boah, schade, Mann. Da muss er eigentlich eher zielen. Weiß nicht genau, warum er da jetzt bei Nex gezielt hat. So, B jetzt komplett offen. Gut geschoben von Struxi. 4 gegen 4 Situation. Vielleicht der schnelle Retake. Boah, alle Maus da gerade blind. Keiner über Katas, alle über Tor. Boah, schöner AWP von dem T. Ich druck sie der einzige mit 4 AP. Gegen 3. Boah, und er schafft's nicht. Also, das war nicht gut. Und das, obwohl Trubel im Interview meinte mit mir, dass sie denn eine Lösung haben für so einen B-Split. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum Apox da sich so unsicher war, da unten. Gut, Nex stand halt nicht so, dass er da unten wirklich safe hat. Aber wenn der Move sein soll, dass Apox ins Loch geht bei so einem B-Split, weiß ich, ob das
das der Weg ist, um den Biss mit aufzuhalten. Extrem viel Risiko bei Star Wars. Weiß nicht, ob sie die so ernst nehmen. Boah, schöne Mollys. Boah, nice. Sehr schöne Go aufgehalten. Ah, leider stirbt Nex an der Mitte. B-Spot somit frei. Oh, die können es aber theoretisch noch machen. Rot low, Mikis ist low. Wenn sie Finien jetzt töten. Oh, super Flash von den Ts. Sauber. Oder was kann denn Flash? Von Maus. Struxi hat noch zwei. Er könnte Trubel jetzt flashen. Keiner ist in Cutters. So, erste Flash hat er geworfen. Jetzt zweite Flash ein bisschen kürzer. Sehr schön. Jetzt schön überkreuzt. Schöner Move von Trubel. Sauber. Schöner Retake. Wunderbar. Und das, obwohl sich die Ts gut versteckt haben. Aber ich glaube, sie haben sich nicht unbedingt versteckt. Also, sie haben sich schon versteckt, aber ich glaube, weil sie blind waren. Also, gute Fläche ist, da haben sie sich nochmal entschieden. Ich glaube, in so einer Situation ist es wichtig, dass ein T in Cutters ist. Wenn der dann das Duell gewinnt, das Entscheidende, dann ist die Runde gewonnen. Selbst wenn das verliert, haben sie noch bessere Chancen. Finde ich. Einfach weil sie halt dann wissen, dass dort einer kommt. So, also ich Struxi auf jeden Fall mit sehr viel, viele Kilometer am Laufen. Boah, schöne Headshot von Star Wars. Struxi auf jeden Fall einer der aktivsten hier. Ist natürlich auch logisch als Verschieber, wenn man die so eine Aufgabe inne hat. Molly blockt noch gut. Spot ist aber schon was drauf. Da am Cat. Trubel noch belangen. Sollte vielleicht mal eher nach vorne mitgehen. Okay, jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt muss er auf seine Mates warten. Spätestens jetzt muss er aber schon vorne sein. Seine Mates sind schon an der Headshot-Rampe. Trubel hat gerade keine so richtige Funktion gerade. So, was kann Mix aus der Posi machen? Checken sie die Eck, das Eck vielleicht. Keine über kurz. Wird, glaube ich, schon sogar defused. War schade. Hätte den zweiten noch Headshot geben. Ja. Ja, Maus auf jeden Fall recht souverän. BX3 scheint den nicht wirklich zu wissen, was sie spielen sollen. Vielleicht sollten sie einfach nochmal den Mill-Split auspacken. So, sorry, ich hab grad Comments gelesen. Das tut mir leid. Aber nicht viel verpasst, war ja nur eine Eco. So, Moen wieder mit Arbe. Oh, und Struxi hat das rein. Alle blind gerade. Oh, wo ist der Refrag? Haben wir das abgebrochen? Ah, Nex wieder drin. So mit guter Kontrolle jetzt am Start. Boah, Abox leider gestorben, aber es ist fast egal, würde ich meinen. Wenn sie jetzt trotzdem A gehen. Oh nein, du bestimmt durch die Kiste. LOL! Wo war denn der zweite Headshot bitte? Guter E. Schön von Nex. Den dritten vielleicht auch noch. Gegen AWP. Boah, sauber, Mann. Schön den Schuss rausgelockt. Saubere Runde von Nex.
Richtig entscheidender Cut, das Potion hat sich komplett ausgezahlt. Wie gesagt, es war fast egal, dass Abrissa stirbt. Man muss das Team vielleicht auch eher schalten und dann irgendwie Mitte rausgehen zum B. Müssen die Teams sich sowieso merken, wer im B spielt. Next, Abhox. Ist jetzt nicht so schwer, das herauszufinden. Hatten wir vorhin auch die Eco, um darauf zu achten, eventuell. So, nochmal eine Eco für BX3. Schöne HEs. Ah, oh, den Molly muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt noch loswerden. Oh, wobei, Next hat eh 14k. Also Geld ist auf jeden Fall richtig viel vorhanden. Maus könnte jetzt noch locker. Zwei Runden, wobei. Na doch, zwei Runden sollten sie eigentlich dann noch kaufen können. Die kriegen auch immer ein bisschen was, wenn sie verlieren. Boah, Doppel-AWP. Direkt ausgezahlt. Next hat die Habe gepickt, glaube ich, von Aprox. Warum man jetzt nicht zum Beispiel zum B-Split ansetzt? Wobei Struxi ist natürlich sehr wichtig jetzt, dass Maus immer noch die Mitte hat. Sich nicht dann auf A versteift. So, Next steht auch am Loch. Auch relativ klug, würde ich mal meinen. Ach. Was das jetzt sollte, weiß nicht. Ach, jetzt sterben sie leider alle einzeln. Trubel in der Base, Next auch vor B. Mal schauen, was Trubel noch machen kann. Muss jetzt auch schon lang aufpassen gleich. Oh, lange schon fast Plateau. Lol. Hat dem Headshot gegeben. Schade, dass er verschossen hat. Ah, Trubel, vielleicht kann das machen. Schöne Flash. Ach, doch nicht schön genug. Oh, Next leider nur mit Use. Oh, na, schafft er es nicht. Also, zweite T-Runde für BX3. Wie gesagt, Maus hat auf jeden Fall Geld, um hier zu kaufen. Mal sehen, ob sie jetzt irgendwie anders durchmoven in der Mitte. So, die AWP legt wohl B an. Moment, wieder am A. Den Wolldeck nicht an. Boah, sehr schön. Mich nervt doch übrigens noch dieses Delay, wenn man einen Frag macht. Das ist nämlich immer noch irgendwie da. So, da sieht man es. Struxi instant am Phobie mit. Trubel hat doch schön lang allein jetzt. Schiebt er wieder weg. Vielleicht wollen sie kurz blocken. Nee. Trouble bleibt lang. So, was spielen sie jetzt? Die Bombe ist irgendwo down. Schönes Timing von Trouble. So, könnte man jetzt draus schließen eigentlich, dass es irgendwie ein A-Split wird. Und der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Schöne Fläche in den Rücken. Ah, Staphos macht relativ gut Schaden. Oh, schön eine Runde gedroppt. So, jetzt schöpft Staphos. Struck sie über kurz. Schöner Molly von Trubel. Auf dem Spot. Ah, CDBs hat er Probleme. Aber seine Mates sind da. Nur noch Finien an der Base. Bombe ist auf dem Spot down. Dann müssen sie eigentlich gar nicht das Risiko eingehen, denn die Zeit ist auch abgelaufen. Und jetzt springen sie mal einfach in das Gesicht. Wunderbar gehandelt von Trubel und Staphos. Gute Gegenflashes. Gutes Zusammenspiel. Aber da macht BX3 einfach zu wenig Druck. Habe leider nicht aufs Equipment geachtet. Aber sie spielen das da zu beherzt, zu langsam. Für meinen Geschmack. Abhox mit so einer Shotgun.
hätte sich da eigentlich auch locker legen lassen können. Von Nex zum Beispiel. Ja, doch nicht. Jetzt stirbt er auch. Oh, Strux, sie macht nur einen. Und wie viel kann er jetzt Nex noch machen? Einen. Oh. So, Mitte ist gedeckt. Wieder dauert es für meinen Geschmack zu lange. So, immerhin jetzt Posi bekannt. Er fehlt aber die Gegenflash. Aber kein Equipment am Start, weil man die das Overlay geguckt hat. So viel Geld ist da wohl nicht da. Überraschung. Besuch von oben. Ja, also. Was soll man großartig sagen über die Norweger? So einen richtigen Durchblick haben sie scheinbar noch nicht. Machen für mich auch viel zu wenig. Weiß nicht, also. Maus spielt halt auch echt jede Runde eigentlich das Gleiche. Der Einzige, der ein bisschen am Variieren ist, ist Struxi. Oh, einer Grube. Boah, aber da was passt auf. Grube da, Struxi da. So, letzte Rotzball, übrigens eine Eco. Boah, schöne Hits schon direkt. Und da kriegt Strux ja auch noch seinen verdienten Frag. 12 zu 2, letzte Runde. Geld ist auf jeden Fall gut vorhanden. Mal schauen, ob Apox sich eine A belegen lässt oder sowas. Oder zumindest eine bessere Waffe. Oder kauft sich selbst was. Also ein bisschen Fanggedaddel hier auf jeden Fall dabei. Gute Smoke da zum Durchspringen. Maus macht da nochmal so ein kleines Special entlang. Der Wurf von Aprox. Kann direkt Cutters ausschließen. Nex schon wieder in der First Track in der Mitte da. Ja, da wird einfach auch nur reingedaddelt, muss man sagen. Da kommt kein Refrag, jeder ist irgendwo einzeln. So, jetzt können sie lang durch, aber Maus schon extrem fix am Schieben. Weil. Also in 1-6 würde ich so eine Runde noch nicht abhaken. Schöner Ace. Und dann nur noch Rott. Da hat er auch keine Chance. Da wird er in die Zange genommen überlang. 13 zu 2. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Halbzeit für Maus. Hab mir ein bisschen mehr erwartet. Eigentlich gesagt von BX3. Von den Norwegern. Aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen was als CT. Ist er gesmoked? Weil wenn nicht, müsste das Maus ja eigentlich gesehen haben. Oh, da pushen sie von hinten. Nix hat aber aufgepasst. Stirbt jetzt. Also sie wissen komplett, das Cutters Go ist. Schöne HE nochmal von Stavros. Boah, hat relativ gut Schaden gemacht. Ist ja auch noch mal kurz. Boah, schöner Shot. Also da wird Maus eigentlich keine Probleme haben, die Runde zu holen. Wir wissen komplett, wo die CTs sind. Wobei lang. Ist aber auch schon gut angeschossen. So, Posi vom letzten auch bekannt. Könnt ihr alle abziehen. Sieht man es gerade wunderschön. Aprox macht's, gibt ihm die letzten paar Hits. Souveräne Pistol. Schade, dass ich jetzt nicht mit dir drauf war, um zu sehen, ob da gesmoked wurde von den CTs. Weil wenn nicht, müsste das müsste das Maus locker gesehen haben, dass da relativ viele zum B sind. Deswegen haben sie dann, glaube ich, auch den Rundgang gespielt. Wurde aber von Anfang an geplant. Oh, einen hat er immer noch bekommen. So, Trubel gibt lang Gas.
das gleich naschen. So, in der Mitte. Und das ist schon das Draw da. BX3 wird jetzt nur mit komischen Waffen equipped sein. Ein paar MP5s. Famas. Übrigens auch sehr verwirrend, dass unten das Geld, was man ausgibt, dass es anscheinend aufsummiert wird und nicht für jeden Spieler irgendwie gleich ist, wenn man durchswitcht. Das hat mich vorhin schon verwundert. So, die Shotgun ist angeblich überkrass. Macht, glaube ich, mit einem Hit in Brust im Nahkampf ist man, glaube ich, tot. Oh, Glückwunsch. Mann, wir lernen sind's die Teams hier, die den Server mal nicht so früh zu wechseln. Die Map. Denkt doch mal bitte an das Delay am Halte-V. Immer 90 Sekunden noch warten, dann Server, dann Map wechseln.